Hallo Anime-Fans da draußen, ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem YouTube-Kanal und auch auf der Website Gameplay Gamers. Heute geht es um das Unboxing-Video zur 8. Volume von Dragon Ball Super, wie man das hier sehen kann. Im Bild seht ihr die Blu-ray-Variante, die ich hier in den Händen halte, wie man es hier oben unschwer am oberen Rand des Covers erkennen kann. Gepublished wird das von KC Anime. Und wie ihr unten sehen könnt, ist es eben die 8. und leider bisher auch letzte Volume davon. Es ist ja noch nicht ganz klar, ob die Serie fortgeführt wird. Ich hoffe es natürlich irgendwann sehr, aber da kann man sich jetzt auch erstmal ein bisschen zurücklehnen und ein bisschen Pause machen. Das wäre jetzt, glaube ich, auch bei Dragon Ball, das ist eine große Marke, nicht so tragisch, wenn da jetzt einfach mal so 2-3 Jahre, ja, keine neuen Folgen mehr kommen. Dann in der Zeit könnte man, sage ich mal, ja, sich dann auch mehr auf den Manga dann konzentrieren und die Anime-Serie dann eben verstärkt auf den Manga setzen. Jedenfalls, auf dem Cover selbst haben wir hier unten dann natürlich ein Artwork von Son Goku, hier dann von Vegeta, da haben wir dann Freezer abgebildet, C-17 ist dabei, Jiren und Toppo, und all diese Figuren tragen oder haben eine sehr tragende Rolle in, ja, in dem großen Finale des Turniers, das hier stattfindet. Ja, so sieht die Box von der Seite aus. Hier oben das KC Anime Logo. Hier dann nochmal ein Artwork von C-17, der ja wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle in der 8. Volume hat zum Finale hin. Was ich nie gedacht hätte, dass es soweit nochmal kommt. Hier dann nochmal der Schriftzug zu Dragon Ball Super. Die Angabe, dass die 8. Volume ist und dass 2 Blu-Rays enthalten sind. Ja, wenn euch das interessiert, worum es in der 8. Volume geht, halte ich euch das jetzt gerne mal hier in die Kamera rein. Ihr könnt jetzt gerne stoppen und euch den Text durchlesen. Ich erzähle euch aber auch noch so ein bisschen nebenher dazu. Jedenfalls auf der Rückseite haben wir hier oben erstmal groß ein schönes Artwork, beziehungsweise es sind 2 Screenshot-Aufnahmen, die man nebeneinander gelegt hat. Das fällt auf den ersten Blick gar nicht so auf, weil ja die Farbe recht gleich ist. Aber hier kämpft dann Goku gegen ich glaube, es ist Kali, als Super Saiyajin, einer der ersten weiblichen Saiyajins, die es in Dragon Ball zu sehen gibt, was ich ziemlich cool finde. Und hier unten haben wir dann halt auch nochmal ein paar Bildschirmaufnahmen. Hier dann zum Beispiel Toppo in der Mitte, C-17 und wie Goku gegen Jiren kämpft. Zu den technischen Spezifikationen kann man halt sagen, dass die Serie sowohl auf Deutsch als auch auf Japanisch auf den Datenträgern liegt. Untertitel gibt es auf Deutsch, gibt es aber, soweit ich weiß, nur bei der japanischen Version und sind dort auch zwangsweise beigeschaltet. Laufzeit 475 Minuten. Ich meine, ihr seht, es sind die Episoden 113 bis 131 enthalten. Sprich, das müssten 29 Episoden sein, wenn ich mich da jetzt nicht groß verrechnet habe. Könnt ihr euch ja gerne mal ausrechnen, ob das dann hinkommt mit so, ich glaube, es sind so 22 Minuten, 30 Sekunden, wie eine Folge geht. Vielleicht sind es auch 23 Minuten, das kann ich jetzt nicht so sagen. So um den Dreh jedenfalls. Bildformat 1080p, also Full HD, wie für eine Blu-ray gewohnt. Und Soundformat ist DTS HD Master Audio 2.0, also vollkommen ausreichend dafür. Und als Bonus gibt es einen Episodenguide und 2 Postkarten und die werde ich euch dann jetzt natürlich auch mal vorstellen. Also wenn wir hier die Box jetzt mal hier aus dem Schuber rausholen, habt ihr hier drin nochmal eine etwas größere Version des Covers, was wir vorne haben. Allerdings mit diesem unschönen FSK-Logo hier unten drauf, das ihr hier draußen zum Glück nicht habt. Hier konntet ihr es dann abziehen, beziehungsweise es war auf der Plastikummantelung drauf. So steht es dann halt nicht im Regal. Ich weiß, für den einen oder anderen von euch ist das immer so ein Dorn im Auge, wenn das hier mit drauf steht. Aber für mich ist das, sage ich mal, jetzt kein großes Problem und das stört mich da halt auch nicht. Ja, auf der Rückseite haben wir dann auch nochmal ein sehr schönes Artwork von verschiedenen Charakteren aus dem Franchise, also allen voran natürlich wieder hier vorne unsere beiden Saiyajins, also Son Goku und Vegeta. Hier haben wir den goldenen Freezer, C-17 und C-18, das Cyborg-Geschwisterpaar Im Hintergrund haben wir dann noch ganz groß Piccolo zu sehen, Tenshinhan ist dabei, Muten Roshi, Son Gohan im Hintergrund, hier unten noch den Kuririn. Und das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Artwork, wie ich finde. Das passt hier richtig schön drauf und gefällt mir auch ziemlich, ziemlich gut. Ja, dann klappen wir das hier einfach mal auf. Hier sehen wir dann eben Goku, wie er gerade eine Attacke auflädt.
mit seinem muskelbepackten Oberkörper, wo der ganze Kampfanzug schon in Mitleidenschaft gezogen wurde, weggerissen wurde. Hier sieht man den Knöchel vom Bein. Also das ist wieder ein sehr, sehr cooles Artwork. Ich finde es halt schade, dass die Serie meines Erachtens nach nicht mehr so gut aussieht wie bei Dragon Ball Z respektive Dragon Ball Z Kai. Man merkt halt leider, dass es recht günstig produziert wurde irgendwo oder dass man halt nicht mehr so viel Sorgfalt hat walten lassen wie früher. Ich meine, klar, damals gab es andere Animationstechniken, da wurde, glaube ich, in den 80ern noch sehr viel per Hand gemacht, beziehungsweise in den 90ern dann bei Dragon Ball Z. Also, ja, muss man halt mit leben. Ja, dann haben wir hier dann nochmal zwei Blu-rays mit diesem, ja, sehr schlichten Hintergrund, wo Shenlong abgebildet ist, also sprich hier der Drache, den ihr ja aus Dragon Ball kennt. Dann haben wir hier natürlich, es müsste Kali sein, ich bin jetzt mir gerade auch absolut nicht mehr sicher. Und hier habt ihr dann auch nochmal das Artwork von Son Goku zu sehen. Beziehungsweise, wir können das gleich auch nochmal nachschauen. Ich glaube, das müsste die fusionierte Form sein zwischen ihr und ihrer Schwester. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie sie nochmal in der fusionierten Form heißt. Das müsste ich selbst nochmal nachschlagen. Ich habe es auf jeden Fall in meiner Rezension vermerkt. Wenn ihr also dieses Video auf Gameplay Gamers euch anschaut, dann wird die Rezension mittlerweile auch schon dort sein. Und hier haben wir jetzt diese zwei Postkarten. Einmal hier nochmal eine schöne Postkarte, wo diese ganzen Kämpfer alle mit drauf sind. Also C17, C18, Kuririn, Tenshinhan, der Goldene Freezer, Mutten Roshi, Piccolo, Son Gohan, Son Goku und natürlich Vegeta. Hier unten das Dragon Ball Super Logo. Und so sieht die Postkarte halt auf der Rückseite aus, wie eine Postkarte halt aussieht mit dem Dragon Ball Super Logo. Und hier sehen wir dann eben nochmal Goku und Freezer, wie sie gegen oder zusammen im Team arbeiten und einen Gegner platt machen, was ich auch ziemlich cool finde. Und man muss halt sagen, diese ganzen Episoden, die hier enthalten sind, die drehen sich ja wirklich nur um das Turnier der Stärke, war es, oder wie haben sie es hier auf der Packung genannt, das Universum-Turnier, aber das Turnier der Kraft wird es in der deutschen Version zumindest genannt. Finde ich ein bisschen schade, dass dadurch die Story sehr, sehr zu kurz oder viel zu kurz kommt. Jedenfalls, das ist das Booklet. Hier vorne schön mit Son Goku drauf. Und ja, dann haben wir hier drin eigentlich wie immer nur einen Episoden-Guide. Ne? Und das ist halt, sag ich mal, auch eine nette Sache. Und ich glaube, hier können wir es, glaube ich, eben sehen. Es müsste Kaffler sein gegen die Person, die Son Goku hier kämpft. Und hier könnt ihr dann im Grunde alles mal so Übersicht sehen, welche Episoden enthalten sind. Da gibt es immer so einen kleinen Text zu, immer mit zwei Screenshots, darüber die Angabe, die wievielte Episode das ist. Natürlich dann auch mit dem deutschen Titel. Und ja, das ist es im Grunde. Hiermit endet dann auch das Booklet und auch vorläufig erstmal die Serie Dragon Ball Super. Es gibt zwar ja noch den Film über Broly, ich glaube, der gehört sogar zum Kanon, der spielt hier nach, den werde ich mir demnächst auch mal anschauen. Mal gucken, ob sich dafür ein Unboxing-Video lohnt, da habe ich halt die normale Blu-ray-Fassung. Ich vermute mal eher nicht, aber vielleicht mache ich es trotzdem einfach mal, der Vollständigkeit halber, das werden wir ja dann sehen. In diesem Sinne bedanke ich mich aber, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen zur 8. Volume bzw. den enthaltenen Episoden von Dragon Ball Super habt, dann stellt mir die ruhig in die Kommentare. Schreibt mir doch auch mal bitte in die Kommentare, wie euch die Serie allgemein gefallen hat. Wie gefällt sie euch inhaltlich? Wie gefällt sie euch technisch? Weil das können ja durchaus zwei Paar Schuhe sein. Also inhaltlich fand ich sie eigentlich so bis auf dieses letzte Turnier hier eigentlich dann doch ziemlich gut. Aber technisch ist sie halt sehr durchwachsen, wie ich finde. Aber schreibt mir doch einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht seht ihr das ja ganz anders wie ich. Und ansonsten würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Falls nicht, dann schreibt mir bitte auch in die Kommentare, warum nicht, damit ich mich da natürlich verbessern kann. Und ansonsten würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr mich abonniert, dann bekommt ihr auch mit, wenn ich das nächste Mal eine Anime-Serie unboxe. Und vielleicht ist dann auch mal wieder ein Werk aus dem Dragon Ball Franchise mit dabei.
Also, nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!